Was geht ab, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Reaction. Heute geht's um Dropshipping. Ja, ihr wollt bis heute immer noch ein Dropshipping-Experiment von mir, aber ich finde leider keinen Spezialisten, deswegen können wir nicht anfangen. Deswegen schauen wir uns heute an, mit 0 Euro 7 Tage Shopify Dropshipping getestet, Selbstexperiment von Vilius Light, wurde mir vorgeschlafen. Deswegen gehen wir jetzt rein. Dropshipping ist ein Geschäftsmodell, das schon viele Selbstständige, Zehntausende, Hunderte, Tausende, bis zu hin mehrere Millionen an Profiten eingebracht hat. Doch dafür braucht man leider in der Regel... Was ist das für ein Akzent? Mehrere. Österreich. Ein paar hundert bis tausende Euros als Startbudget, um eben durch Werbung neue Kunden anzulocken. Ich will aber das... Also mein neuester Stand ist eigentlich, Dropshipping lohnt sich heutzutage nicht mehr, weil macht halt jeder, ne? So, die Leute checken so langsam, wie man damit Geld macht oder haben jetzt die Jahre gecheckt, wie man damit Geld macht und jetzt ist halt so das Angebot halt viel zu groß, ne? Also ohne einen Cent probiert. Ja, ohne überhaupt ein Euro Startbudget will ich das ganze Geschäftsmodell austesten, ob das wirklich möglich ist für eine ganze Woche und schauen, was für Resultate dabei rumkommen können. Wie wir das Ganze angehen werden, erkläre ich euch gleich, aber falls du noch keine Ahnung hast, wie Dropshipping überhaupt funktioniert, erkläre ich euch jetzt ganz schnell. Bei Dropshipping suchen wir uns ein Produkt von einem Supplier. Meistens AliExpress, Shein Dropshipping oder ein anderer, wonach der Kunde idealerweise natürlich Interesse hat. Wie zum Beispiel dieses Produkt hier. Was ist das? Also theoretisch alle TikTok-Produkte, die wir jetzt bisher getestet haben, sind alles ja Dropshipping-Produkte. Ja, okay. 4 Euro. Gibst du 15 Euro auf Amazon, safe. Für circa 5 Euro. Unser Produkt listen wir und verkaufen wir dann über einen Online-Shop. Ich empfehle am besten Shopify. Dazu findet ihr einen Link für nur 1 Euro für die nächsten 3 Monate, falls ihr das Ganze auch ausprobieren wollt, unten in der Videobeschreibung. Und verkaufen das 5 Euro Produkt für 30 Euro. Und den Profit von 25 Euro ohne Steuern und Werbekosten mit eingerechnet, behalten dann wir. Jetzt müssen wir unser Produkt vermarkten über diversen Methoden wie Werbung auf Snapchat, YouTube, Google, Facebook, Instagram, TikTok, um Kunden zum Kauf Snapchat, zu bringen. Snapchat als erstes genannt, als ob man auf Snapchat Werbung schalten kann. What the fuck, bro? Nee, ich sehe nur diese komischen Story-Highlights von irgendwelchen Chayas, Bild-Zeitungen, irgendwelche Typen, irgendwelche weiß lackierte Füße. Aber ich habe keine so Dropshipping-Werbung eigentlich. Also wenn dann auf TikTok, würde ich sagen, oder Facebook-Ads. Sobald der Kunde dann bei uns einen Kauf abschließt, bestellen wir erst dann von unserem Zulieferer zu dem Kunde das Produkt nach Hause. Wir spielen also einfach den Mittelmann zwischen Kunde und Supplier, behalten die Differenz und müssen das Produkt nie in unseren eigenen Händen halten. Einfach genial. So, was ist der Schlachtplan? Das ist halt echt geil, ne? Weil du hast nicht die Mühe, du musst nicht shippen, du musst einfach nur verkaufen. Geil. Hätten wir das mal früher gewusst, Leute. Es gibt da sehr erfolgreiche Dropshipper, die organisch ganz ohne Werbekosten Tausende bis Hunderte Tausende an Profite erzielen. Durch organische TikToks. Wie zum Beispiel dieses Video hier hat mehrere... Digga, dieses TikTok Made Me Buy ist eigentlich richtig, richtig einfach. Ich glaube, ich muss das selbst mal testen mit dem Dropshipping-Produkt so. Weil sobald ein TikTok viral geht so, kriegst du locker ein paar Verkäufe, ne? Guck mal, das hat jetzt 65.000 Likes. Dementsprechend haben das mehr als 500.000 Leute 100% gesehen. Und von diesen 500.000 Leuten, Alter, da kriegt man auf jeden Fall schon viel Traffic zusammen. Aufrufe generieren können für dieses einzelne TikTok-Dropshipping-Produkt. Amazing. Und sicherlich eine vierstellige bis hin sogar fünfstellige Profitsumme für den Werbetreibenden erzielen können. Und das ist nicht nur das einzige Beispiel, denn es gibt zig hunderte Stores da draußen, die dieses Konzept schon sehr erfolgreich machen konnten in den USA. Und das Ganze ist noch sehr neu im deutschen Markt. Und das Ganze... Echt? Also ich habe das Gefühl, so, dass der Markt wird gerade überströmt davon. Wir eben auch austesten. Ein Minuspunkt gibt es leider bei der ganzen Sache. Und zwar können wir das Ganze nicht hundertprozentig ohne Startkosten machen. Denn wir brauchen einerseits die Domain und zweitens brauchen wir auch schließlich das Produkt, wo wir die TikToks organisch abfilmen und Content dazu erstellen. Das Produkt. Ja, aber im Gegensatz zu anderen Business-Sachen, außer vielleicht du machst eine OnlyFans-Agentur, da brauchst du halt echt kein Startkapital, ist es halt schon relativ wenig Startkapital, ne? Zum Beispiel, keine Ahnung, du willst Cornflakes launchen oder Klamotten oder sowas, da brauchst du halt dick Startkapital. Das ist schon eigentlich kostengünstig auf jeden Fall. Ich habe bereits quasi schon rausgesucht und auch bestellt und es ist auch schon angekommen. Und das waren die zwei und einzigen Kosten, die ich für das ganze Video ausgeben werde, also für euch auch nicht sonderlich hohe Startgebühr. Was sind jetzt die eigentlichen Schritte, wie wir jetzt vorgehen müssen? Als allererstes steht die Produktrecherche an, denn wir müssen ja schließlich ein passendes Produkt zum Verkauf finden.
Hier sind die Kriterien, wonach ich schaue für ein passendes Produkt zum Verkauf. Nummer 1, es sollte einen Wow-Faktor haben. Wow. Nummer 2, es sollte solide Profitmargen haben, denn schließlich lohnt es sich nicht, Produkte zu verkaufen, wo wir keine Profite erzielen können. Zusätzlich sollte es eine breite Zielgruppe haben und einen gewissen viralen Faktor, denn wir wollen ja schließlich über TikTok. Yo, entschuldige mal. Virale TikTok-Produkte von Celtix an, mein Bester. Viral organisch gehen. Noch dazu könnte es schon bereits erfolgreich sein, also bereits getestetes, geprüftes Produkt, wie zum Beispiel ein funktionierendes Produkt aus dem US-amerikanischen Markt. Als nächstes, easy. Wie finden wir eigentlich das Produkt überhaupt? Es gibt verschiedene Produktrecherchemethoden und wie wir das Ganze angegangen sind für dieses besondere Produkt, habe ich einen brandneuen TikTok-Account erstellt. Sehr gut. Der Algorithmus ist einfach unglaublich. Dann habe ich nach dem Hashtag TikTok Made Me Buy It gesucht. Ja, und so mache ich auch immer. Mache ich halt wirklich immer, wenn ich nach den Videos, nach viralen TikTok-Produkten suche. Und so lange mit den Posts interagiert, bis mein Algorithmus dafür schließlich getrimmt war, organische TikTok-Dropshipping-Produkte zu zeigen. Und dann habe ich schließlich dieses Produkt gefunden. Dieses Produkt werde ich euch nicht zeigen, denn ich will hoffentlich aus dem Ganzen eine 30-Tage-Challenge machen. Und dann hieß es, das Produkt bestellen. Diese ganzen. Nein, das habe ich jetzt nicht gesagt, was für ein Produkt das ist. Das habe ich bereits gemacht, um natürlich das Ganze zu beschleunigen, denn es dauert ja schließlich, bis das Produkt letztendlich bei uns ankommt. Der nächste Schritt heißt jetzt den Shopify-Store erstellen. Jetzt heißt es Shop erstellen und dafür die Timelapse. Einfach Timelapse, Digga. Einen nice Timelapse. Vergessen, und zwar heißt es jetzt, müssen wir ja eigentlich die TikToks, den Content produzieren. Denn das ist ja schließlich unser Hauptmarketingmittel und wirklich unser einziges Marketingmittel für diese Woche. Dafür habe ich mir schon die besten viralen TikToks. Heutzutage würde ich als Startup oder wenn ich genau das machen würde, ich will gar nicht auf Facebook-Ads gehen oder auf Instagram-Ads, weil es erstens scheiß teuer ist und zweitens kriegst du keine breite Zielgruppe. Lieber mache ich 20 TikTok, neue TikTok-Accounts, bete einfach, dass ein TikTok davon viral geht und das ist schon super viel, viel mehr wert als irgendeine Facebook-Ad. Ich habe noch nie gehört, dass so Facebook-Ads so besser was bringen als TikToks. TikToks von verschiedenen Produkten rausgesucht und auch spezifisch für dieses Produkt, das wir auch vermarkten werden, um möglichst den Erfolg replizieren zu können. Ist es natürlich schwierig abzuwägen, denn mal meist nicht ganz wie der deutsche Markt im Vergleich zum englischen Markt auf solche TikToks reagiert. Wir werden das Ganze natürlich einfach austesten müssen, denn jetzt heißt es für uns erstmal die TikToks abfilmen und dann der nächste Schritt ist natürlich die TikToks zu schneiden. Und das ist jetzt unsere Hauptaufgabe für den Rest des Tages. Videos und Content aufnehmen, schneiden und hochladen. Lego. Ich will idealerweise bis zum Ende des Tages mehrere TikToks dafür fertig haben. Idealerweise schon für den Rest der Woche. Schauen wir mal, ob wir das Ganze hinkriegen. Ja, ist auch wichtig, dass man das voll spammt, ne? Jeden Tag 2 TikToks oder so. No joke. Weil das ist TikTok schon wichtig, dass man da am Ball bleibt. Und da reicht nicht nur ein TikTok am Tag. Schon hart, ne? Und heute will ich definitiv unseren ersten TikTok live bringen. Wir sind endlich mit allem fertig. Das war ein sehr langer und anstrengender Tag. Wir haben uns Tag beschäftigt mit dem Store, Produktrecherche, TikToks erstellen, Research, alles drum und dran. Und wir sind jetzt hoffentlich präpariert für die ganze Woche, denn mein Ziel ist es, mindestens 2 Uploads pro Tag zu machen, um die besten Ergebnisse zu erzielen. 3 wäre ideal, aber ich glaube, ich schaffe das leider nicht zeitlich über die ganze Woche hinweg, denn ich habe noch andere Sachen, die ich machen muss und ich kann mich nicht hundertprozentig auf die Challenge fokussieren. Dennoch werde ich mein Bestes geben. Wir haben jetzt endlich unser erstes TikTok live und hoffentlich kann es auch schon direkt viral gehen, obwohl ich nicht sonderlich optimistisch bin. Das Video ist nicht schlecht, dennoch dauert es eine Zeit, bis ein TikTok viral geht und es wird nicht einfach so bei einem brandneuen Account passieren. Ich bin sehr gespannt, wie sich das entwickelt. Doch, ist mir schon sehr oft passiert, ne? Also gerade neue Accounts, so, die haben mehr Potenzial. Vor allem das allererste TikTok, was man postet, hat immer mehr Potenzial, viral zu gehen. Hoffentlich morgen früh mit einem weiteren Update. Tag 2 ist angekommen, es ist wie erwartet nicht wirklich was passiert. Keine Visits, ein paar Views zumindest auf unseren TikToks. 600, 2000, okay. Um eben unsere Chancen zu erhöhen, habe ich zugleich ein weiteres Produkt bestellt. Somit haben wir doppelte Chancen und nochmal um einen draufzulegen, werden wir tatsächlich nicht nur auf TikTok posten, sondern auf YouTube Shorts und Instagram Reels. Somit können wir den Content von TikTok nehmen und auf diese 2 Plattformen überspielen. Ja, ich finde es jetzt ein bisschen blöd, to be honest, dass er jetzt die TikToks nicht zeigt oder zeigen kann, weil er das Produkt nicht zeigt. Er sollte schon das Produkt zeigen, weil wir haben jetzt keine Ahnung, was da kommt. Können keine Tipps geben, etc. Schon schade. Hoffentlich bringt das mehr Besucher auf unseren Store. Mein Ziel wird sein, mindestens 2 Videos pro Tag hochzuladen. Schauen wir mal, ob wir das Ganze hinkriegen, denn ich habe dann doch einen relativ vollgepackten Terminkalender. Ich gebe mein Bestes und dann haben wir eben doppelte Chancen und dann theoretisch 4-fache Chancen, da wir 2 Produkte vermarkten. Ein Riesenproblem haben wir eben bei der ganzen Geschichte und zwar ist es, die Leute von TikTok eben auf unseren Link zu bringen. Denn bei TikTok kann man erst ab 1000 Follower tatsächlich einen Link in die Bio packen. Deswegen müssen wir da ein bisschen anders hantieren und Instagram platzieren, also deutlich mehr Schritte für den Kunden. Und ja, das könnte safe. Auf jeden Fall deutlich schwieriger
als erwartet sein. Wir sind mittlerweile bei Tag 4 angelangt und ich dachte, es wird mal wieder Zeit für ein kurzes Zwischenupdate. Wir haben insgesamt 18 Store-Visits gehabt. Leider nicht so viele, wie ich mir erhofft hatte. Wir haben ziemlich gute Views tatsächlich mit YouTube Shorts kreieren können, aber da ist einfach das Problem, dass die Leute von den Shorts auf unseren Link klicken müssen, da einfach zu viele Schritte dazwischen sind und wir können leider unsere enormen View-Zahlen im Vergleich zu den anderen Plattformen nicht so gut monetarisieren. Denn es ist deutlich leichter für Leute, auf unseren Link über Instagram oder theoretisch, sobald wir 1000 Follower haben, über TikTok zu generieren. Und falls euch die konkreten Zahlen interessieren, wie viele Views und Follower wir schon sammeln konnten, hier seht ihr das Ganze auf dem Bildschirm, könnt ihr auch... Boah, 3,6 nach einer Stunde ist heavy. Crazy. Ja, guck mal, er hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Shorts gepostet. Oh mein Gott, The End. Ich bin ehrlich entsetzt. Ich glaube, das ist aber kein frischer Account. Da hat der schon mehr gepostet, weil da sind 30.000 Aufrufe. Gerne pausieren. Eine detaillierte Ansicht. Aber glaube ich, kein komplett frischer. Grobe, insgesamte Zusammenfassung dazu. Aber es gibt ein Positives. Wir haben immerhin schon ein Add-to-Cart. Also Kaufinteresse ist auf jeden Fall da. Wir müssen jetzt einfach die nächsten Tage schuften. Oder warte mal. Wir können ja ein bisschen stalken. Er hat ja gerade den Screenshot gesendet. Da ist es. Da, wir haben es. Ah, wir haben es. Oh, ist mal doch ein frischer Account. Tornado Shake. Genieße deine Geschmackspositionen. Okay, Leute, ich glaube, das ist nicht der Sinn der Sache, dass wir das hier machen sollten. Aber wir sind mal so neugierig und lassen uns spoilern. Perfekten Scoop zum Laden. Ah, okay. Ja, das geht viel zu lang. Das ist halt schon mein erster Tipp. Oder wer schaut sich das schon so zum Ende an? Ah, er macht so einen Joke daraus, dass er die ganze Zeit das Ding nicht trifft. Du könntest auch gerne pausieren. Eine detaillierte Ansicht, aber zum Schluss gibt es eine... Wir haben unseren offiziell ersten Sale bekommen und zwar an Tag 5 eine Bestellsumme von 37,98 €. Da sind eben noch die 2,99 € für die Versandgebühr dabei. Also ich freue mich mega, dass es bereits schon an Tag 5 geklappt hat. Hoffentlich kommen jetzt noch viele weitere. Das ist einfach unfassbar. 10.000 Aufrufe auf dem Short nach nur 46 Minuten. Das ist schon krass. Eine Riesenchance für uns, denn 10.000 Aufrufe nach nur 45 Minuten ist eine Menge. Wir konnten auch schon 15 Follower dazu gewinnen, also das ist auch schon mal sehr, sehr gut. Wir schauen, wie sich das Ganze entwickelt. Hoffentlich konvertiert dann auch jemand und ich halte euch auf jeden Fall auf dem Laufenden. Da ihr mich jetzt schon seht und es gab keinerlei Updates mehr für Tag 6 und dann 7, heißt es, wir haben leider keinen Sale mehr erzeugt. Dennoch haben wir einen Sale geschafft, das ist schon mal zumindest besser als gar kein Sale. Ich hätte mir leider ein paar mehr gewünscht, aber da sehe ich einfach, dass das Ganze auch ein bisschen mehr Zeit braucht, um damit gute Resultate zu erzielen, denn es ist ja schließlich mein erstes Mal und wie auch mit jedem anderen Geschäftsmodell wirst du nicht sofort nach einer Woche direkt riesige Resultate sehen. Und ich glaube, selbst wenn man riesige Vorerfahrung mit TikTok organischem Dropshipping hat, innerhalb von einer Woche musst du auch viel Glück haben bei der richtigen Produktwahl und auch, dass deine Ziele. Ja, safe, das sollte man schon ein paar Wochen machen. Also nur mit einem Sale im Wert von 37,98 €. Insgesamt hatten wir 42 Besucher. Das können wir auf jeden Fall optimieren und ich glaube, das ist deutlich leichter, wenn man eben einen Call-to-Action-Link in seinem TikTok hat, aber dafür, wie gesagt, braucht man 1000 Follower. Und das war, glaube ich, auch eines unserer Riesenprobleme, denn über TikTok hatten wir relativ gute Views, aber leider das Problem mit dem Link in Bio. Natürlich sind diese knapp 38 € nicht nur Profit, denn wir müssen ja schließlich die Einkaufskosten abziehen, die betragen sich bei 12,99 €. Übrig bleiben uns theoretisch... Okay, 12,99 € hat eingekauft, 24,99 €. Das Ding ist, wo hat das eingekauft, ist die Frage. Bei Alibaba, bei eBay, keine Ahnung. Wie lange dauert das? Das ist 24,99 €, was ja in der Tat eigentlich gute Profitmargen sind. Dennoch darf man... Das ist theoretisch einfach nur Resale, ne? Das ist schon krass. Wir haben Dropshipping. Produkt, die Einkaufskosten bezahlt. Alles, was mit Business zusammenhängt, ist schon irgendwie Resale. Also, und wir haben ein weiteres Produkt jetzt. Plus es kommen noch die Domainkosten hinzu. Also gehen wir aus dem Ganzen leider mit einem Minus raus. Dennoch glaube ich, wenn man das Ganze weiterhin betreibt, können wir damit gute Profite erzielen. Ich werde das Ganze mindestens für einen Monat machen, um zu schauen, wie sich die Ergebnisse entwickeln. Vielleicht auch mit anderen Produkten. Vielleicht werde ich auch versuchen, die 1000 Follower voll zu machen. Vielleicht auch käuflich, um zu schauen, ob das tatsächlich einen Unterschied macht und ob das... Stimmt, TikTok voll. Follower zu kaufen wäre auch eine Idee, ne? Fangen wir an, also einfach nur für diesen Link. Von 7 Tagen entwickelt. Für das erste Produkt haben wir für TikTok 31 Follower insgesamt sammeln können. Für Instagram konnten wir nur 3 Follower sammeln. YouTube Shorts hatten wir die besten Ergebnisse für Produkt 1 und konnten... Krass, YouTube Shorts, dass es so am Uprisen ist. Hätte ich nicht gedacht. TikTok 12 Videos, kann man sich merken. Und YouTube 10 Videos jeweils gepublished. Vor allem immer wieder Freunde von mir sagen, sind so auf YouTube Shorts und ich frage die so, ey, was machst du auf YouTube Shorts? Die sagen so, ja, ab und zu sind die da drauf. Und ich denke mir so, wenn du TikTok hast, Alter, was suchst du auf YouTube Shorts? Dann, also das wäre so meine letzte Lösung, irgendwie YouTube Shorts zu benutzen, keine Ahnung. ...etwas später angefangen habe und ich leider 1 bis 2 Uploads tatsächlich vergessen habe. Für Produkt 2 sieht das etwas anders aus, da wir einfach 2 Tage Vorsprung hatten mit Produkt 1. Und dennoch hat sich TikTok eigentlich gar nicht so schlecht entwickelt. Mit 17 Follower hatten wir das Ganze beendet. Instagram hatten wir auch tatsächlich 2 Follower gesammelt. YouTube Shorts hat aber irgendwie gar nicht funktioniert mit diesem Produkt. Und wir haben insgesamt 0 Subscriber erzielt, denn von insgesamt 7 Videos haben insgesamt nur 3 überhaupt Views erzielen können. Für TikTok konnten wir 10 Videos publishen und für Instagram 8. Also finde ich eigentlich ganz spannende Eindrücke und jetzt zu den eigentlichen View-Zahlen. Wie viele Views konnten wir insgesamt pro Social-Media-Kanal und pro einzelnen Produkt erzielen? Für Produkt 1 konnten wir für TikTok über 11.000 Views erzielen. Boah, YouTube 93.000. Für YouTube Shorts sagen schon 93.000. Crazy Maus. Das ist deutlich mehr, wie ich erwartet habe. Unsere besten Videos, da seht ihr jetzt gerade. TikTok hatte 2000. Guck mal, daran seht ihr, erstens, das Produkt muss stimmen, weil sonst wären da viel mehr Verkäufe gewesen, denke ich, bei
diesen Views, Alter. Und zweitens, die Vermarktung muss auch stimmen, Aufrufe, ne? Instagram 1416 Aufrufe und YouTube Shorts insgesamt über 28.000 Aufrufe. Also das hat definitiv meine Erwartungen übertroffen. Produkt 2 hatte insgesamt auf TikTok nur 4.500 Aufrufe. Dennoch hatte es eigentlich deutlich besseres Engagement als Produkt 1. Teilweise hatten ich Videos mit 30% Engagement bei ca. 300 Aufrufen. Also das war enorm. Und ich fand es ziemlich spannend, dass diese Videos nicht viral gegangen sind, denn die hatten eine unglaubliche Engagement-Rate und andere Videos vom Produkt 1 hatten zum Beispiel eine 3% Engagement-Rate, hatten aber das Zehnfache an Aufrufen. Ja, total random. Hat auf Instagram 3.300 Aufrufe generiert und 900. Okay, wir gehen mal zum Outro. Also sehr interessant zu sehen, wie sich das Ganze entwickelt hat und ich bin sehr gespannt, wie sich das Ganze nach einer weiteren Woche und insgesamt nach einem Monat verändert hat. Da werden wir wahrscheinlich mehr Produkte in der Zeit testen und falls du regulärere Updates dazu sehen willst, dann folge mir doch gerne auf Instagram. Okay, gutes Video auf jeden Fall. Ich hätte mir nur sehr gerne gewünscht, dass er mal die Produkte gezeigt hat und die TikToks und sowas, damit wir auch sehen können, wie er gearbeitet hat, weißt du? Weil mir sind jetzt schon direkt ein paar Sachen aufgefallen, als ich die Shorts schon gesehen habe. Ja, und wo er sie vor allem gekauft hat, das wäre halt auch sehr interessant. Das ist eigentlich so die interessanteste Sache, die er weggelassen hat. Ja, aber trotzdem cooles Video. Müssen wir auch bestimmt mal ausprobieren. Eigentlich ist schade, dass ich es noch nicht gemacht habe. Danke fürs Zuschauen. Schaut bei Videos Light vorbei für die 30-Tage-Version. Vielleicht schauen wir die auch an. Haut rein, ciao.